Einen Scheiß werden die tun. Das einzige, was Vertrauen schafft, ist die XRP Ledger. Eine dezentrale Blockchain, eine dezentrale Distributed Ledger. Warum? Man braucht kein Vertrauen. Man braucht kein Vertrauen. Das Netzwerk schafft Vertrauen. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Caro, bester Mann, in 2 Jahren werden durch dich Leben verändert. Danke dir. So Gott will, wird das passieren. Mit Gottes Kraft, mit Gottes Segen werden wir alle zusammen reich. Das würde mich so erfreuen, wenn so viele von euch einfach mitgezogen werden und diese finanzielle Freiheit erleben dürfen. Ihr habt ja gehört, was David Schwarz letztens gesagt hat. Ne? Weil viele gehen halt davon aus, das habe ich im letzten Livestream auch gesagt, ja, warum sollen die uns denn reich machen? Guck mal, genau diese Projekte werden schlecht geredet. XRP, wie lange wurde schlecht geredet? Ich habe euch heute die Liste gezeigt, die Alex Cope da mit uns geteilt hat auf Twitter. Das ist einfach gestört. Guckt euch doch mal die Partnerschaften an. Und dann kommen da tatsächlich noch irgendwelche, die dann behaupten, ja, die sind mit Ripple verpartnert, aber werden XRP niemals benutzen. Oh mein Gott, was sollen die dann noch mit Ripple? Du brauchst doch eine permissionless Blockchain, du brauchst eine dezentrale Blockchain, um im Finanzsektor überhaupt Vertrauen zu schaffen. Das ist ja das, was wirklich Vertrauen schafft, wo du eine grenzüberschreitende Transaktion durchführst in Milliarden über Billionen Höhen und dann sagst du, ja, wir benutzen also nicht mehr das traditionelle Transferwesen, wo wir Intermediaries hatten, das heißt Zwischenprüfstellen, die dann genau abprüfen und sagen, ja, hey, hat er das Geld? Ja, der hat das Geld. Wieso ist das so? Okay, warte mal, ich muss das bestätigen. Ich muss erstmal bei Nostro Vostro Konten abchecken, ob sein Geld vorhanden ist, damit ich den Transfer durchführen kann. Dann dauert das eine Woche. Und jetzt will man mir tatsächlich sagen, ja, die nutzen jetzt dann alle Ripples Lösung. Aber nicht XRP. Also sollen jetzt diese ganzen dicken Unternehmen, die größten Banken der Welt, Zentralbanken, BIS, IMF, WEF, all die sollen diese Transfers benutzen und sagen, ja, wisst ihr was? SWIFT und all diese ganzen Zwischenprüfstellen, also was Nostro Vostro Konten brauchen wir nicht. Wir vertrauen alle auf ein Unternehmen namens Ripple. Simpel und einfach. Einen Scheiß werden die tun. Das Einzige, was Vertrauen schafft, ist die XRP Ledger, eine dezentrale Blockchain, eine dezentrale Distributed Ledger. Warum? Man braucht kein Vertrauen. Man braucht kein Vertrauen. Das Netzwerk schafft Vertrauen. So kann man dann daherkommen und sagen, passt mal auf, jetzt können wir Milliarden über Billionen von Geldern international grenzüberschreitend transferieren und brauchen diese Zwischenstellen, diese Prüfstellen nicht, die dann bestätigen, ob das Geld wirklich da ist, damit wir einen Transfer durchführen und am Ende die Abrechnung abwickeln können. Das kann in Sekundenschnelle über die XRP-Ledger abgewickelt werden. Also lasst euch bitte nicht von irgendwelchen auf den Kopf gefallenen sagen, die werden mit Ripple verpartnert sein, aber XRP nicht nutzen. Wir haben bis jetzt das Problem gehabt der regulatorischen Klarheit. Jetzt langsam kommen die ganzen Gesetze raus. MiCA kommt nächstes Jahr raus. Die USA arbeiten Schritt für Schritt an bestimmte gesetzliche Frameworks, die sie rausbringen werden. Wir sehen global einen Wandel.